Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile. Mein Name ist Sven-Erik Schäffer, mein Kollege Fried Mütter heute hinter der Kamera. Wir begrüßen Sie heute zu einem neuen Video von uns, wo es sich um den neuen Passat dreht. Wir haben hier den Passat in der Ausstattung Airline 204 PS Allrad. Das heißt, wir haben den neuen Dieselmotor mit dem komplett neuen Look des Passats. Die Farbe Diabas Grau Metallic. Ich persönlich finde es ein sehr, sehr schönes Grau. Nicht zu dunkel, nicht zu hell, sondern leichter Anthrazit-Flair, der jetzt auch im Interieurdesign natürlich ein großer Trend ist. Dann haben wir hier die großen Felgen mit drauf. Ganz klar Geschmackssache. Ich persönlich finde sie nicht schlecht. Viele Kunden sagen, denen ist das zu geschlossen. Da hätte man eine schönere, offenere Felge nehmen müssen. Gibt es in der Größe leider im Configurator aktuell nicht. Deswegen haben wir uns für die schwarze Felge entschieden, passend zu den schwarzen Airline Designs. Denn wir haben hier das Blackstyle-Paket genommen, wo dann die Applikationen des Autos in schwarz abgesetzt sind. Deswegen würde ich sagen, nehme ich sie schon mal direkt mit zu der Front. Die neue Front vom Passat ist ein bisschen aggressiver gestaltet. Wir haben hier unten dieses große Mesh-Design mit den schwarzen Applikationen. Hier nochmal mit so einem aggressiven Cut und natürlich dem großen geschlossenen VW-Logo, wie wir jetzt momentan bei allen großen neuen VW-Autos das sehen. Ob es der Tiguan ist oder der Touareg. Die durchgehende Lichtleiste, denn wir haben hier die IQ-Matrix-Scheinwerfer. Also das IQ-Light vorne und hinten, das heißt, wir haben hinten dann auch den dynamischen Blinker und bei dem Auto verbaut die 360-Grad-Kamera, das heißt, die Frontkamera ist hier in dem Volkswagen-Logo mit drin und die anderen Assistenzsysteme funktionieren alle oben über die Kamera bzw. die Sensorik in der Frontscheibe. Mir gefällt die Front relativ gut, natürlich stark runtergezogen die Haube, nicht so viele Kanten, es ist schon relativ glatt, aber designtechnisch, wie gesagt, mir gefällt's. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was Sie davon halten. Dann, wenn wir hier rumkommen, geht es hier auch weiter mit den schwarzen Spiegelkappen. Dann haben wir hier die schwarzen Zierleisten, die normalerweise aus Chrom sind, und die schwarze Dachreling, die auch normalerweise in Chrom ist, wenn man nicht das Blackstyle-Paket in Verbindung mit dem Airline-Paket nimmt. Dann, was man hier jetzt ganz gut sehen kann, beziehungsweise ich von meiner Perspektive aus, wir haben hier den Head-Up-Display mit verbaut bei dem Fahrzeug. Ich finde es praktisch, weil man alle Informationen, die man braucht, die wichtig sind für einen, mit auf die Fahrbahn projiziert bekommt und so halt wenig abgelenkt ist oder wenig runtergucken muss von der Straße, vom Straßenverkehrsgeschehen und alles Wichtige wie Navigation, Verkehrszeichenerkennung, Geschwindigkeit und Radiosender sich dort anzeigen lassen kann. Ganz klassisch wie bei allen VW-Modellen haben wir jetzt hier das neue Keyless-System, sprich das Schloss ist nicht mehr separat durch eine Kappe abgedeckt, sondern im Türgriff mit integriert, sodass ich einen relativ leichten Access Point habe, wo ich dann hier mit dem Schlüssel rein kann, falls die Schlüsselbatterie mal leer sein sollte und das Keyless-System nicht mehr funktioniert. Viele Kunden fragen immer, wie funktioniert so ein Keyless-System überhaupt oder wie gehe ich damit um, wenn die jetzt auf neuere Autos wechseln. Immer relativ einfach, man sieht hier die Kerbe im Türgriff, wenn ich da einen Finger drauflege, dann verriegelt das Fahrzeug. Hier sieht man das ganz gut, da das Spiegelpaket dann direkt die Spiegel mit anklappt. Und sobald ich meine Hand in den Türgriff reinlege, dann öffnet das Fahrzeug auch wieder. Das funktioniert jetzt, weil ich den Schlüssel in der Hosentasche habe. Wenn ich den Schlüssel jetzt Herrn Mütter geben würde, der so ungefähr 3,5-4 Meter von mir entfernt steht mit der Kamera, könnte ich hier am Türgriff reißen, wie ich will. Die Tür würde nicht öffnen, weil das Funksignal so weit nicht reichen würde. Wir haben auch hier Spiegelkameras verbaut, denn das Auto hat eine 360-Grad-Kamera in Verbindung mit dem Ausparkassistent, dem Querverkehrswarner und der Erkennung für die Anhängerkupplung beim Rückwärtsfahren, sodass man mit dem Kugelkopf perfekt den Anhänger oder den Fahrradträger trifft. Ich würde sagen, wir gucken einmal nur ganz kurz rein. Auf das Interieur gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Wir haben hier, was ich schön finde, besser als beim Tiguan gelöst, diese
Applikation von der Konsole und auch von der Tür in Alcantara bzw. Alcantara Imitat. Das gefällt mir persönlich sehr gut, macht einen bisschen hochwertigeren Eindruck, als das beim Tiguan der Fall ist. Dann haben wir das große Discover Media Pro System hier drin mit dem großen Display, die Airline Sportsitze. Die Sitze sind teilelektrisch, wir haben eine elektrisch verstellbare Rückenlehne, haben dann die Massagefunktion in Verbindung mit dem Ergo Active Sitz, die elektrisch verstellbare Lendenwirbelstütze. Die Neigung der unteren Auflagefläche mache ich über den Hebel hier vorne, das heißt, das wäre mechanisch und auch die Verstellung vor und zurück wäre mechanisch. Und die Oberschenkelauflagefläche, auch das würde ich hier mechanisch einstellen. Das erstmal zu dem vorderen Bereich, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Das Wichtigste bei so einem Passat, klassischer Business-Kombi oder Familien-Kombi, ist natürlich die zweite Sitzreihe und der Kofferraum. Deswegen würde ich da gerne jetzt einfach nochmal näher drauf eingehen. Das Erste, was direkt auffällt, wir haben bei dem Auto hier die Rollos mit dabei. Das ist natürlich schön für Verdunklung, für die Mitfahrer, für die Kinder oder Freunde, Familie, Verwandte. Oder wenn ich was transportiere, was vielleicht nicht unbedingt jeder von außen direkt sehen soll. Auch hier haben wir wieder das schöne Alcantara. Und dann haben wir hier im Fahrzeug massig Platz. Wie Sie wissen, wenn Sie unsere letzten Videos auch gesehen haben, ich bin 1,86. Ich sitze hier wirklich gut, habe 5 cm Kopffreiheit, habe hier vorne wirklich gute Beinfreiheit, Kniefreiheit. Der Sitz ist jetzt auf Herrn Mieter eingestellt vorne, der ein bisschen kleiner ist als ich. Das heißt, ich werde mit dem Sitz vielleicht nochmal so 3-4 cm zurückgehen, habe dann aber immer noch reichlich Platz. Ich habe auch nach unten hin so viel Platz, dass ich meine Füße ein bisschen unter den Sitz schieben kann, was auch einfach nochmal den Winkel meiner Beine so ein bisschen verbessert. Wir haben hier Sitzheizung hinten bei dem Fahrzeug mit verbaut. Das heißt, ich sitze nicht nur platzmäßig komfortabel, sondern auch wärmetechnisch komfortabel. Natürlich 2 Zonen Klimaautomatik. 2 USB-C-Ladestecker haben wir hier mit dabei für Tablets und Smartphones. Es gibt mittlerweile auch Lösungen, wie ich bei den neuen Sportsitzen, die ja keine klassischen Kopfstützen mehr haben, sondern nur hier vorne dieses Loch, ein Tablet befestigen kann, sodass die Kinder dann auch vernünftig Fernsehen schauen können. Platztechnisch oder verstauungstechnisch habe ich hier oben 2 kleinere Taschen, praktisch für Smartphone, Kopfhörer, sonstiges. Und hier unten halt eine große Tasche für Flaschen, Bücher, Hefte, was auch immer. Hier habe ich genügend Ablagefläche. Und wenn man dann nur zu zweit hinten sitzt, hätte ich auch noch mal eine Mittelarmlehne mit Getränkehaltern und allem drum und dran. Oben haben wir das große Panorama-Glasdach. Ich finde es super für alle Mitfahrer, weil obwohl wir das Airline-Sportpaket haben, sprich den schwarzen Dachhimmel, habe ich eine schöne Helligkeit hier in dem Auto, weil halt einfach viel Sonnenlicht durch das große Dach wirklich reinkommt. Wenn es einem zu hell ist, gibt es hier natürlich dann auch eine Verdunklung, ne? Ein Rollo, was dann vorfahren kann. Genau. Ansonsten würde ich sagen, ist jetzt der nächste Schritt, dass wir einmal zum Kofferraum gehen. Wir haben hier erstmal die schwenkbare Anhängerkupplung, die wir mittlerweile bei hochwertigen Fahrzeugen oder im SUV-Bereich immer mitbestellen, weil einfach durch Elektrofahrräder oder generell mehr Fahrradtouren, mehr Fahrradfahrer, Fahrradträger wesentlich häufiger benutzt werden und gerade bei solchen Autos, dass dann natürlich auch gerne mitgenommen wird. Wie gesagt, die ist von Werk aus verbaut, die ist schwenkbar über den Knopf in der Kofferraumklappe oder im Kofferraum. Dann hat mir Herr Mieter eben erklärt, wie man auch das Easy Open nutzen kann. Ganz wichtig ist nämlich, dass wenn man den Fuß unten unter die Stoßstange hält, man auch rechtzeitig wieder weggeht, damit das Auto erkennt, da steht keiner, ich kann gefahrlos die Klappe aufmachen, sodass man keinen trifft. Ich versuche das jetzt mal zu demonstrieren und hoffe, dass es auch funktioniert. Natürlich der klassische Vorführeffekt. Da ist es. Ich bin schnell genug weggegangen. Das Fahrzeug hat erkannt, dass ich nicht mehr im Weg bin und öffnet die Klappe. Wir haben hier oben den Knopf, womit ich die Klappe dann wieder schließen kann und wo ich auch die Höhe einstellen kann. Wir haben viele Kunden, die arbeitstechnisch in einem Tiefgaragenparkplatz oder einen Stellplatz haben und da sind dann Rohre oben oder irgendwelche Klimaanlagen. Das heißt, da kann die Heckklappe nicht ganz so weit aufgehen, ohne dass sie anstößt. Ich könnte dann hierüber die Höhe speichern, sodass es für mich von der Höhe perfekt ist und ich oben nirgendwo anstoße. Ansonsten haben wir hier einen riesen Kofferraum. Ich kann mich hier problemlos reinsetzen, komme mit den Beinen super rein. Ich könnte mich hier auch reinlegen. Wenn ich die Sitze umklappe, könnte ich hier drin auch pennen. Also auch da einen super Reisekombi, wenn mal alle Hotels und Hostels voll sein sollten. Einfach eine Matratze hinten reinschmeißen und hier drin pennen.
Umklappen kann ich ganz praktisch über die beiden Knöpfe. Jeweils für links und rechts sind die hier oben mit verbaut. Da einmal dran ziehen und dann würde die Rücksitzbank nach vorne umklappen. Auf der anderen Seite, wenn wir da einmal rüber schwenken, sehen wir den Knopf für die Anhängerkupplung. Der ist auch bekannt aus all unseren anderen Videos von Karoq, Kodiaq, Tiguan und so weiter. Der ist im ganzen VW-Konzern soweit identisch. Hier drunter haben wir dann auch nochmal Ablagefläche, weil das Auto hat kein Reserverad und wie Sie sehen auch kein Tire-Kit, weil das Auto hat Run-Flat-Reifen bzw. Reifen, die nicht platt gehen können, sondern die sich selber wieder verschließen würden, sobald da ein Loch drin ist. Klar muss man dann natürlich vorsichtig fahren, man hat einen Druckverlust, man muss den Reifen danach auch austauschen, aber man muss nicht eingreifen und ein Rad wechseln oder das Loch selber stopfen. Ich würde sagen, das erstmal soweit zu dem Äußeren des Passats. Alle Daten wie Anhängelasten, Stützlasten und so weiter und so fort werden wir nochmal unten in die Kommentare bzw. in die Infobox schreiben und auch nochmal während des Videos einblenden, sodass Sie sich das ganz in Ruhe nochmal nebenbei anschauen können. Ich würde sagen, wir springen jetzt einmal rein, gucken uns nochmal das Interieur an. Im Innenraum angekommen, sitze ich jetzt für meine Körpergröße ein bisschen zu weit vorne, stelle mir das jetzt einfach nochmal ein, rück ein Stück nach hinten und sitze sehr komfortabel. Natürlich sitze ich nicht so hoch, habe nicht so einen guten Überblick wie in einem Tiguan oder wie in einem Karoq. Ich sehe aber dennoch relativ viel, relativ gut. Die A-Säule ist relativ steil, ist Gewöhnungssache, gerade wenn man aus dem SUV-Bereich kommt. Ich persönlich finde es jetzt nicht störend. Ist aber definitiv was, woran sich andere Kunden erstmal gewöhnen müssten. Ansonsten das klassische Lenkrad, endlich wieder mit den normalen Knöpfen, wie in allen neuen VW-Modellen, weil die anderen Knöpfe, diese Touch-Displays, ja nicht gut funktioniert haben, weil da einfach immer die Lichtleiter, die für die Verbindung zuständig waren, gebrochen sind im Lenkrad und somit die Button dann nicht richtig funktioniert haben. Auf der linken Seite ganz klassisch Tempomateinstellung, auf der rechten Seite ganz klassisch die Einstellung für unser Virtual Cockpit und die Lenkradheizung. Ansonsten mache ich das Auto einmal an. Zum einen wird es dann nicht ganz so warm. Da mache ich einmal den Ton aus. Und dann, es grüßt das klassische VW-Design, wie wir das aus den anderen Fahrzeugen kennen. Ich könnte jetzt hier noch so ein bisschen Einstellungen verändern. Natürlich über die View-Taste könnte ich mir jetzt hier verschiedene Ansichten anzeigen lassen. Das R-Design, was nur bei den R-Fahrzeugen verfügbar ist. Und dann halt auch rechts und links jeweils die Einstellung, wo ich nochmal durchgehen kann, um mir bestimmte Daten anzeigen zu lassen. Das finde ich jetzt aber gar nicht mal so neu. Wie gesagt, kennen wir aus dem Tiguan auch schon. Dann von meiner Perspektive aus gut zu sehen. Ich nehme einfach mal die Kamera und hoffe, Sie können das auch sehen. Die 0 vorne eingeblendet auf dem wunderschönen Peugeot. Das ist der Head-Up-Display. Den finde ich super. Den kann man hier übers große Display dann auch nochmal konfigurieren. Können wir vielleicht einmal drauf eingehen. Hier ist Position Hood, also Head-Up-Display. Hier könnte ich jetzt nochmal Einstellungen treffen, was mir angezeigt werden soll, wo ich den Head-Up-Display platziert haben möchte, sodass das für mich individuell halt einfach gut passt. Ich hoffe, man sieht das auf dem Display relativ gut. Wir haben hier die Schutzfolie noch drauf gelassen, dass der nächste Kunde, der das Auto dann bekommt, auch einen einwandfreien Bildschirm hat. Könnte sein, dass sie so ein bisschen spiegelt. Dafür würde ich mich dann im Vorhinein schon mal entschuldigen. Ansonsten auch hier klassisch das große Discover Pro-System, wie wir es aus dem Tiguan kennen oder auch aus den neuen Golfen. Dazu kommt auch noch ein Video, Golf 8 Facelift und auch ein Vergleich Passat zum Golf 8 Variant. Gute Reaktionsmöglichkeit, es ist relativ schnell, ist jetzt nicht super schnell, aber vernünftig. Wir haben es eben schon gesehen, hier in der Mittelkonsole liegt ein Smartphone. Das Smartphone haben wir mal mit Apple CarPlay verbunden, weil viele Kunden immer sagen, wie sieht das denn aus, wie kriege ich das denn überhaupt hin? Es ist so, wenn ein Smartphone verbunden ist, sieht man immer hier oben in der Leiste das grüne CarPlay-Logo. Da könnte ich dann jetzt direkt drauf tippen und wäre dann im CarPlay-Menü. Dafür ist der Bildschirm natürlich wirklich super, weil wir haben einen großen, hochauflösenden Bildschirm
wo ich dann auf meine einzelnen Apps zugreifen kann. Kann dann hier über Karten mir auch meine Apple Maps Karte reinholen. Wenn ich dann sage, das Navigationssystem, was fest verbaut ist, ist mir nicht gut genug, ist mir nicht schnell genug oder ist mir nicht up-to-date genug, dann kann ich das hierüber halt steuern. Wie gesagt, wenn man jetzt Google Maps hat, kann man das natürlich auch. Dann haben wir hier Spotify, so die Nummer 1 zum Musik hören, wo man dann auch hier wirklich gut durchklicken kann, was wirklich schön funktioniert. Wenn ich hier raus möchte, tippe ich einfach wieder auf den Button und dann bin ich wieder im Hauptmenü sozusagen. Na? Hier oben kann ich nochmal in das Untermenü gehen. Da habe ich dann nochmal alle Funktionen, die das Auto hat, aufgelistet. Was ich hier bei dem Auto hervorheben möchte, sind die Assistenzsysteme, die alle vorhanden sind. Wir haben Verkehrszeichenerkennung, den Abstandstempomat, den Notbremsassistent, also Front Assist. Wir haben den Spurhalteassistent, den Totwinkelassistent, hier oben die Müdigkeitserkennung und den Trailer Assist. Der Trailer Assist ist jetzt nicht aktiv, da wir natürlich in der Steckdose von der Anhängerkupplung nichts eingesteckt haben. Hier könnte ich jetzt nochmal Einstellungen treffen, inwieweit ich den Assistenten für mich persönlich einstellen oder konfigurieren möchte, sodass es halt zu meiner Fahrweise passt. Ein weiteres Feature, was ich eben von außen schon angesprochen habe und ich sehr gut finde, ist die 360-Grad-Kamera. Hier springt jetzt direkt ins Parkassistenten-Menü, sprich hier könnt ihr das Fahrzeug selbstständig einparken oder ausparken. Ich würde jetzt einmal auf Kamera gehen. Wir haben dann hier die Frontsicht. Da habe ich dann verschiedene Modi, die ich mir anzeigen lassen kann, wo ich dann hier auch nochmal jeweils die Kamera und auch die Linien bewegen kann. Das Gleiche habe ich natürlich klassisch hinten im Rückfahrbereich, wo ich dann hier auch nochmal den angesprochenen Kugelkopftrick anwenden kann, um meinen Wohnwagen, meinen Fahrradträger, meinen Gartenanhänger perfekt zu treffen. Hier hätte ich nochmal Weitwinkel, wenn ich ausparke, dass ich sehen kann, ob einer von links oder von rechts an mir vorbeigefahren kommt. Und dann halt nochmal die Seitenkamera, damit ich mir die wunderschönen 20 Zöller nicht kaputt fahre. Ansonsten haben wir bei dem Auto im Menü die Standheizung noch, denn die ist hier auch verbaut. Man kann Abfahrtszeiten programmieren. Wenn ich weiß, ich habe feste Arbeitszeiten morgens, das Auto steht nicht in der Garage, weil dort das Auto meiner Frau oder meines Partners steht, kann ich dann hier vorher konfigurieren, sodass ich nicht kratzen muss und das Auto schön warm ist. Ansonsten ist bei dem Passat in der Airline-Ausstattung schon relativ viel Serie. Navigation ist Serie, Verkehrszeichenerkennung, Abstandstempomat ist auch Serie, die Ambientebeleuchtung wäre Serie. Was wir hier jetzt noch neu haben, wäre dann halt die Massagefunktion. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Hier jetzt auch deutlich mehr als beim Tiguan. Beim Tiguan haben wir nur 3 Möglichkeiten. Hier beim Passat haben wir jetzt wesentlich mehr. Wir können immer die Intensität einschalten, wie doll oder wie weniger doll mich der Sitz massieren soll. Und dann die Dauer. Maximum ist, glaube ich, immer eine halbe Stunde. Danach würde das dann automatisch ausgehen, sonst könnte ich jetzt selbstständig hier auf Stoppen drücken. Die Massage läuft bei mir. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, aber es wird genug Kunden und Kundinnen da draußen geben, die das sehr toll finden werden. Und dafür ist es dann dabei. Das Auto, so wie es hier jetzt steht, mein Lieblingsausdruck in der Vollausstattung, die hier wirklich vorhanden ist, bis auf das große Lederpaket natürlich, kostet das Auto 55.990 Euro. Das ist unser Reimportpreis. Listenpreistechnisch liegen wir hier bei knapp 70.000 Euro. Das heißt, wir haben hier wirklich schon eine sehr, sehr große Preisersparnis. Wenn Sie bei Mobile reingehen, Passat suchen mit den Ausstattungen, also Standheizung, Schwenkbar, Kupplung, Panoramadach, sind wir deutschlandweit mit dem Auto aktuell die günstigsten und hoffen natürlich, dass das weiterhin so bleibt und dass wir jemanden finden, der das Fahrzeug gerne erwerben möchte. Das Fahrzeug ist aktuell noch zu haben, also wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie uns gerne über YouTube, über Mail, über WhatsApp oder rufen Sie gerne durch. Wenn Sie in der Nähe sind, sind Sie natürlich auch immer herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Wenn noch Fragen zu dem Auto da sind, gerne unten in die Kommentare schreiben. Wir versuchen die natürlich immer so schnell wie möglich zu beantworten. Und so ein bisschen mehr Zahlen, Daten, Fakten werden wir nochmal in dem Vergleichsvideo nennen mit dem Golf Variant. Da gehen wir nochmal ganz stark drauf ein. Kofferraum, Tiefe, Breite, Höhe, Volumen.
im Vergleich zum Golf 8 Facelift Variant. Das war jetzt hier erstmal so ein kleiner Überblick über das Auto. Wie gesagt, wer da eher so der Zahlenmensch ist, gerne nochmal in das andere Video reinschauen. Das werden wir dann verlinken, um da einfach nochmal den Vergleich hinzubekommen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, freue mich auf das nächste Video und sage erstmal einen schönen Abend, einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende noch. Ich bin erstmal raus. Ciao, ciao.